Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales auf dem Kanal von Kaffeebecher LP. Herzlich willkommen bei Folge 41. Wir sind jetzt hier mit dem coolen Macker unterwegs, mit uns selbst. Ich glaube nicht, dass Wilbur das Artefakt schon ausgetauscht hat. Er wird warten müssen, bis der andere Wilbur befreit ist. Da hinten, wir müssen irgendwo das Brett genau finden. Genau dort lag so unerwartet das Brett für die Termiten. Nur jetzt fehlt jede Spur davon. Ich habe da so eine Theorie, wer es dort hingelegt haben könnte, also hinlegen wird. Nur, wo finde ich so ein spezielles Brett? Das ist die Frage. Das ist echt die große Frage. Meine eigene Mutter würde mich nicht erkennen. Hauptsächlich, weil ich sie nie besuche. Aber ich hatte ja schon so eine Theorie, dass es der zukünftige Wilbur, Nate ist. Eins nach dem anderen. Erst einmal muss ich den Zwergenweitwurf gewinnen. Also brauchen wir das Brett. Das kriegen wir wo her? Betrachte die Anzeigetafel. 12 Fuß, das war Sasis Weite. Mein Versuch soll einen halben Fuß weiter gelandet sein, obwohl es aussah, als wäre er kürzer gewesen. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal raus. Ja, guck mal, der Geist dann nah. Hi, ich bin's, Nate. Ah, mein Freund. Ein, interessantes Outfit. Der Mann von heute ist metrosexuell. Okay. Was kann ich für dich tun? Du scheinst es dir gut gehen zu lassen. Ich suche ein spezielles Brett. Hast du zufällig einen Knochenbogen? Ich brauche ein ganz bestimmtes Brett. Ja? Wie lang und dick soll's denn sein? Darauf kommt's nicht an. Es muss im Jahre 1784 in einem Chateau namens Latif oder so ähnlich verbaut worden sein. Du bist ein seltsamer Mensch. In einer seltsamen Welt. Die einzigen alten Bretter hier in der Gegend stammen von Särgen. In der Gruft? Nein, die Sarkophage sind aus Stein. Versuch's auf dem Friedhof. Großartig. Vielleicht hat er einen, Du kennst dich doch mit Knochen aus. Hast du zufällig einen Knochenbogen? Ich? Nein. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass du hier einen findest. Ich weiß zufällig ganz genau, dass ich einen finden werde. Ist das Leben nicht hart? Ach, geht so. Seit der Paladin weg ist, lässt es sich gut aushalten. Freundlicherweise hat er mir auch seinen ganzen Krempel dagelassen. Er wird es dir gönnen. Viel Spaß noch. Bis später, mein Freund. Wir müssen alle Sachen nochmal abgrasen. Keine pinken Wuschel oder Spitzenunterwäsche oder irgendwas von dem Zeug. Okay, Tor zur Gruft. Ist abgeschlossen. Das Tor zur Gruft ist mit einer schweren Kette gesichert. Da hat jemand den Laden dicht gemacht. Da gibt's genug Bretter. Bonker, Level 70 Krieger. Mehr Heilung. Gestorben 1804. Der Eingang ist verriegelt. Und es sieht nicht so aus, als käme ich hier ohne Schlüssel weiter. Tarakas, Level 68 Paladin. Und Pull. Gestorben 1720. Und Pull. All diese Anspielungen auf WoW hier in diesem Abschnitt des Spiels sind so geil. Hi. Oh. Warum ist das Tor zur Gruft mit einer Kette verriegelt? Es ist niemand zu Hause. Wo sind denn unsere Turteltauben? Auf Hochzeitsreise. Werden die alten Knochen ordentlich klappern lassen. Kannst du mir den Schlüssel geben? Was willst du denn in der Gruft? Mir alle Gegenstände nacheinander anschauen und alles mitnehmen, was ich tragen kann. Das kannst du auch hier draußen. Und ich glaube auch nicht, dass du in der Gruft etwas finden wirst, was dir weiterhilft. Viel Spaß noch. Bis später, mein Freund. Gehen wir zum Tauren. Der weiß genug. Boah, geht's ihm schlecht. Der Schamane sieht ganz schön fertig aus. Vielleicht hat er was Schlechtes geraucht.
Hallo. Moin. Au, oh, nicht so laut. Kater? Ich werde nie wieder Drogen anfassen. Was willst du? Und wie war deine Geistreise? Hast du nette Leute getroffen? Ah, frag lieber nicht. An meinen Pilzen kann es nicht gelegen haben. Ich glaube, ich bin einfach zu alt für diese Dinge. Psst! Weißt du nicht, was mit alten Bullen passiert? Stichwort Wurstplatte. Willst du mich gar nicht nach meiner Verkleidung fragen? Was für eine Verkleidung? Vielleicht solltest du dir noch ein kleines Nickerchen gönnen. Heißt das, ich schlafe nicht? Okay. Kennst du dich mit Pfeil und Bogen aus? Eigentlich nicht. Aber ich muss einen Knochenbogen finden. Einen Bogen? Aus Tierknochen? Aus Hirschgeweih, nicht von edleren Tieren wie Rindviechern. Ich besitze das Geweih eines Hirschs. Und was willst du dafür? Feuerwasser könnte ich brauchen. Feuerwasser? Du bist gerade runter von den Drogen und schon willst du dir Feuerwasser reindrehen? Wovon redest du? Feuerwasser ist flüssiges Feuer. Mit ein paar Tropfen kann ich morgens mein Lagerfeuer anzünden. Ach so. Okay. Ich brauche ein Brett. Ein Bett? Nein, ein Brett. Was bringt dich dazu, hierher zu kommen und mich nach einem Brett zu fragen? Ich hätte dich lieber nach einem Bett fragen sollen. Das wäre mir lieber gewesen. Unsinnigste Unterhaltung aller Zeiten. Wahrscheinlich ein Lokalisierungsfehler. Wahrscheinlich. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier mit der Luft nicht. Naja, gehen wir mal zu den doppelköpfigen Viechern hier. Vielleicht sind sie mittlerweile wieder hochgeklettert. Sind sie nicht. Ah, guck mal, da gibt's einen Schrank, den ich jetzt durchsuchen werde. Mal sehen, ob der Schrank etwas zu bieten hat, was ich vorhin noch nicht gebraucht habe. Der gleiche Krempel wie vorhin. Außer, was ist das? Eine kleine Schachtel. Zloffs Zahnseide, Finger weg, steht da drauf. Zahnseide ist gut. Das ist eine Sehne von irgendeinem Tier, über einen Meter lang und reißfest. Das ist Zahnseide. Das ist genial. Das ist die Sehne für unseren Bogen. Allzu lange wird es nicht mehr brennen, aber momentan macht es noch gut Wärme. Steigen wir damit mal auf. Ich habe kaum die Zeit, hier grundlos Ballons steigen zu lassen. Schade. Ich hätte es gemacht. So, dann wissen wir auf jeden Fall... was das? Schau in die Feldspalte. Ich sollte vielleicht nicht zu nah rangehen. Zloff könnte versuchen, mich mit einem Blitz zu erwischen. Dort ist jemand. Wer? Woher soll ich das wissen? Wer da sein? Ich bin die große Kopfgeldjägerin Masas. Und was willst du hier? Ich habe euch in die Falle gelockt. Masas haben buntes Kaninchen abgerichtet. Warum habt ihr das getan? Nun ja, ich bin Kopfgeldjägerin und ihr habt zwei Köpfe. Ich befürchte, ich kann dieses Verhalten nicht akzeptieren. Kaputt hauen! Um mich kaputt zu hauen, müsstet ihr beiden Fleischklopse da erst einmal rauskommen. Und wie ich das sehe, wird euch das ohne Hilfe nicht gelingen. Bis später, ihr Trottel. Die beiden könnten ein kleines Problem für Masas bedeuten, sobald sie aus der Spalte kommen. Genial, 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 genial. Ich bin so genial. Da sind unsere Kupfertöpfe, gehen wir also erstmal in die Höhle. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Wusa könnte die kleinen Kerle auf mich hetzen. Gehen wir zum Drachen. Wow. Hast du Angst? Das hatten wir alles schon. Wie bitte? Ich bin's, Nate. Oh, hallo. Was ist aus deinem Kriegerset geworden? Das ist eine lange Geschichte. Lass dich bei deinen Studien nicht stören. Okay.
Okay, also, was haben wir hier? Da haben wir die Kupfertöpfe, die nehmen wir mal mit, wenn wir die mitnehmen können. Ein Haufen Kupferkessel. Einer schöner als der andere. Der Ofen ist immer noch heiß, aber meine Schmiedekarriere habe ich hinter mir. Das stimmt. Oh, hier, nehmen wir die Kessel mal mit. Das hier ist der schönste. Den werde ich mit auf die Mary nehmen. Schöner Kupferkessel. Kupferkessel. So, reden wir nochmal mit dem Drachen. Na, meine Süße, was gibt's Neues? Nicht viel. Ich lese immer noch fleißig. Aber ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht furchteinflößender geworden. Das wird schon. Vielleicht fehlt dir auch einfach die praktische Erfahrung. Das könnte sein. Aber ohne eine solide theoretische Grundlage will ich lieber noch keinen Schrecken verbreiten. Wie du meinst. Ich störe dich nicht weiter. Mach's gut. Hier gab's also auch nichts weiter. Schade eigentlich. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Wusa könnte die kleinen Kerle auf mich hetzen. Warte mal. Wenn ich den mit dem kombiniere, geht das nicht? Leider nicht. Dann gehen wir zurück hier hin. Was gibt's hier jetzt noch? Da gibt's auch nicht wirklich viel, ne? Betrachte das Grab. Flips Level 60 Magier. Wie? Agro? Gestorben 1812. Wie? Agro. Das sind die letzten Sachen, die sie immer gesagt haben. Genial. Feuerwasser. Hi. Oh, hallo. Ich glaube, auf dem Friedhof gibt es niemanden, der im Jahre 1784 gestorben ist. Glaubst du wirklich, irgendjemand erkennt den Unterschied zwischen einem Brett aus dem Jahre 1784 oder irgendeinem anderen Brett? Ich habe es mit Experten zu tun. Ach was, nimm doch einfach das Brett da und... Das ist das Brett. Hä? Das ist... Diese kleinen Mistviecher. Danke. Viel Spaß noch. Bis später, mein Freund. Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Gehen wir mal dahin. Den Bogen besorgen wir uns später. Wir brauchen auch noch das Feuerwasser. Da hängt auch noch das Dings. Na, Nate macht ja die ganze Zeit nicht so viel, ne? Und zack. Ich lege noch einen Zettel daneben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein altes Ich keine Ahnung von Brettern hat. Ah, da kommt das rein. Entschuldigung. So, wie geht's weiter? Jetzt muss ich nur noch das Dings verlängern. Was kann ich für den Herrn tun? Eine Socke. Ich brauche eine Flasche Feuerwasser. Haben Sie so etwas? Feuerwasser? Ja, da habe ich wohl noch eine Flasche. Sie wirken verwundert. Es ist nur... Sie wissen schon, was das kostet? Lassen Sie mich raten. Flüssiges Feuer ist ungefähr so teuer wie... Naja, teuer halt. Genau. Ich habe kein Gold, aber vielleicht könnten wir tauschen. Was bieten Sie an? Ein Geisterpilz. Die Botschaft einer Elfe. Ich könnte Ihnen Kupferkessel besorgen. Ich habe einige Kupferkessel im Angebot. 97, um genau zu sein. Und was soll ich damit? Was kannst du mir sonst anbieten? Ich kenne da eine Waldelfe. Ich könnte sie Ihnen vorstellen. Kein Interesse.
Frauen sind zu kostspielig. Je hübscher, desto teurer. So toll sieht sie nicht aus. Sie ist eine Waldelfe. Okay, vergessen wir es. Was kannst du mir sonst anbieten? Ich könnte Ihnen Geisterpilze besorgen. Ich habe da so meine Quellen. Kein Interesse. Was hast du noch zu bieten? Ja, nur die Kupferkessel halt, aber die will er halt wahrscheinlich erst später haben. Ich befürchte, ich besitze nichts, was Sie für eine Flasche Feuerwasser eintauschen würden. Dann eben nicht. Ich muss weiter. Geheime Mission. Wenn du meinst. Warte mal. Gab es hier drin nicht? Ich sollte dem Universum und... Ja, das hatten wir schon mal. Irgendwo eine Socke, damit ich das Ding... Ich sollte mich lieber von ihm fernhalten. Wenn er mich erkennt, könnte das schreckliche Auswirkungen haben. Kenne ich sie? Nein! Das Maßband besteht aus alten, sehr billigen Socken, minderwertige Qualität und... Oh, nicht geruchsneutral. Ich weiß nicht, wie Wilbur die Linie passieren konnte. Das soll er schön alleine regeln. Soll er schön alleine regeln, ja. Hier gibt's aber sonst auch nichts, ne? Nee. Mist. Das Brett sollte die Termiten umstimmen. Aber mein zweiter Versuch sah trotzdem noch kürzer aus als der von Massas. Ich sollte auch beim Maßband nachhelfen. Ich brauche eine Socke. Eine Socke. 12 Fuß, das war Sasis Weite. Mein Versuch... Der Häuptling hält mich für einen... Die Tarnung... Die Tarnung ist perfekt, bla bla bla. Ich muss meinen ersten Versuch schon gemacht haben. Der war eher nicht so beeindruckend. Vielleicht hat er eine Socke. Nee, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Ob er eine Socke hat. Oh Mann. Das Wasser im Topf hat angefangen, vor sich hin zu köcheln. Nimm raus. Das Wasser im Topf hat angefangen, vor sich hin zu köcheln. Ah, warte mal, die kochen wir. Mal sehen, wie den billigen Socken eine kochend heiße Wäsche gefällt. Genial. Heiß! Sie sind eingelaufen. Sehr gut. Eingelaufenes Sockenmaßband. No, ich bin so genial und es war so einfach. Im Endeffekt war es einfach. Das legen wir jetzt wieder hin. Ah. So. Das sollte mich nach vorne bringen. Was musste ich als nächstes machen? Da muss ich jetzt das Feuerwasser holen oder so, ne? Hier gab es jetzt nichts Neues. Jetzt müsste der noch weg sein, oder nicht? Ich sollte dem Universum... Gehen wir mal raus. Hallo? Oder? Ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Oh, das wird witzig! Wir sind bereit. Sehr beeindruckend. Er hat betrogen! Hab ich nicht? Du hast ja keine Ahnung. Als nächstes steht das Bogenschießen an. Dafür hat der Kuttenträger, also ich, Nate, also mir, den Knochenbogen besorgt. So. Dann müssten wir jetzt angesprochen werden von Nate. Ich brauche einen Bogen und einen Pfeil. Hast du vielleicht so etwas? Nein, aber ich kann dir einen besorgen. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 97 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Ach, warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle... Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Jetzt ergibt das auch Sinn.
Das hat vorhin... Hast du vielleicht 97 Kupferkessel? Was? Aber wieso denn? Na dann. Alles klar, ich hab's ihm gesagt. Gut. Ich besorge dir den Bogen. Hast du zufällig auch noch eine Idee, wie ich Massas dazu bringen kann, nicht jedes Mal ins Schwarze zu treffen? Das hier wird dir helfen. Ein zerknüllter Zettel. Das ist genial. Damit tue ich was? Lies ihn und spiele das Spiel des Krämers. Woher weißt du, bist du sowas wie ein Wahrsager? So, dann gehen wir zurück. Dann hat er jetzt das Spiel des Krämers gespielt. Denn wenn wir dem Krämer jetzt unsere Töpfe verkaufen und dafür das Feuerwasser bekommen und dafür das Geweih bekommen, und dann werden wir uns einen Bogen spannen und dann geht's los. Wahrscheinlich für den... Was bieten? Was bieten Sie mir an, Kupferkessel? Ich habe einige Kupferkessel im Angebot. 97, um genau zu genial sein. Genial. Die brauche ich. Aber mir kommt die Sache verdächtig vor. Sie wussten doch, dass ich Kessel brauche, oder? Es ist mein Job, alles zu wissen. Also gut. Hier. Hier ist die Flasche Feuerwasser. Aber sei vorsichtig. Sie ist wertvoll. Die ist wertvoll. Für mich ist sie wertvoll und zwar dafür. Das machen wir noch schnell in dieser Folge. Da holen wir uns nochmal schnell das Geweih. Ich habe eine Flasche Feuerwasser besorgt. Du hättest mich warnen können, dass das Zeug so wertvoll ist. Wertvoll? Es kostet ein paar Kupferstücke und man bekommt es hier in den wilden Landen an jeder Ecke. Aber warum? Ich war nur zu faul, es selbst zu holen. Außerdem wollte ich dich loswerden. Gib schon her. Hier hast du das Geweih. Danke. Nicht so laut. Er ist ein Arsch, ne? Das Geweih und die Sehne zusammen ergeben meinen altbewährten Knochenbogen. So, dann haben wir jetzt den Knochenbogen. Und ob wir in der nächsten Folge auch die anderen Sachen finden, die der schwarze Kuttenträger uns gegeben hat, wer weiß das schon so genau. Aber bis dahin erstmal mache ich ein kleines Päuschen. War der Stein da hinten schon immer? Sieht interessant aus. Fällt bestimmt demnächst mal runter. Also, bis dahin, euer Gorobai. Ciao!